Heyo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, mittlerweile kann es ja endlich weitergehen, wie ihr vielleicht in der letzten Folge schon mitbekommen habt. Kann ich jetzt da oben raus? Nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach irgendwas, was mir vorhin auf den Kopf gefallen ist. Nicht runterspringen. Ich schätze mal, ich muss dahin. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann sterbe ich wieder. Ich sehe das kommen. Aber hier hoch kann ich nicht, richtig? Oder doch? Nein, kann ich nicht. Also? Geronimo! Die Götzen kommen nur langsam voran. Ich habe also genug Zeit, wieder raufzuklettern. Wieso wieder raufklettern? Zum Abseilen? Aha, und jetzt kann ich rüber, oder was? Oder muss ich runter? Nee, ganz runter muss ich nicht. Ich muss rüber. Aber wie zum Henker mache ich denn das? Also, so mache ich es offensichtlich nicht. Okay, ja, abseilen und dann sterben. Nein, nicht schon wieder. Das kann nicht gut sein. Nein, es ist auch nicht. Es ist überhaupt nicht. Letzter Halt. Die Götzen kommen nur langsam voran. Ich habe also genug Zeit, wieder raufzuklettern. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt halt nicht, wie ich weiterkomme. Beziehungsweise, wie ich jetzt darüber komme. Bingo. Hä? Aber... Ach, das war nur, um mir das jetzt zu zeigen, oder was? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. So, hier muss ich mich jetzt abseilen. Richtig? Ja. Siehst du? Klasse, da hat man das Spiel schon gefühlte 40 Stunden gespielt und hat trotzdem noch Tutorial-Anteile. Okay, auf jeden Fall speichern. Ich habe nach meinem letzten Part gar nicht gespeichert. Oh lala. Zum Spähen brauche ich nicht. Ui, ist hell. Nicht gut. Was war jetzt eigentlich mein Ziel? Hat sich das einer gemerkt? Ich habe es mir gar nicht gemerkt. Ich war zu aufgeregt. Nicht, dass mir jetzt gleich irgendwas entgegenkommt. Das ist wieder so dieses... Der Horroranteil. Da vorne sind Fallen. Das ist eine Druckplatte. Zum Henker kann ich die außer Gefecht setzen. Ich will die umgehen. Ja, genau. Das ist ja so ganz offensichtlich... Oh Gott. Ist ja schlimm. So kann ich die umgehen. Okay. Aber da liegt doch was. Ich muss die aus irgendwie außer Kraft setzen, diese Scheißfalle. Hier! Oh, wundervoll. Okay, das war einfach. Schön. Schön, schön. Geh runter. Runter. Danke. So, ich hoffe, das sind jetzt beide Druckplatten mit außer... Das war ich nicht. Das war ich diesmal nicht. Hä? Oh. Ach, ich hatte Dokumente, ne? Ich hatte neue Dokumente, die ich lesen muss. Also lesen sollte im besten Fall. Ja, hier wird sowieso keinen interessieren, ob das offen ist oder nicht. Aber ich schaue mal eben. Kapitel... Steht hier nicht normalerweise, wo es neue Dokumente gibt? Zurück. Könnte ich bitte... Dankeschön. Hier, Kapitel 7.
Lagerraum, Lagerhausnotiz, Schmugglerbrief. Hatte ich überhaupt schon eins davon gelesen? Ich habe das Schloss am Lagerraum angebracht, Schwester. Mit steigender Anzahl der Götzen müssen wir auch unsere Vorräte besser schützen. Ich vertraue darauf, dass du nun denen öffnest, die es wahrhaft verdient haben. Gepriesen sei Orion. Ach du Scheiße. Bruder, im Dach des Lagerhauses ist immer noch ein großes Loch, durch das es reinregnet. Was soll denn das für ein Lagerhaus sein? Lass das schnell reparieren. Und, Harry, ich habe die Ausrüstung da unten in dem verdammten Loch verstaut, aber weiter gehe ich nicht rein. In dieser alten Ruine gibt's nur Gesindel, das mich aber gar nicht beachtet hat. Die Seile habe ich mitgenommen, falls du dich fragst. Wir treffen uns morgen an der Mole. Mole? 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 Keine Ahnung. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Aber, gut. Warum nicht? Ups. Wenn mir jetzt gleich wieder irgendwas auf den Kopf fällt, dann... Nein! Nein, nicht wieder diese Viecher! Oh nein! Oh, ich kann... Ich hab Angst. Das ist doch zum Kotzen. Verdammt, das war der Versorgungsaufzug. Was für eine Teufelei ist das? Hehe, sorry. Abscheulichkeiten? Oh nein, bitte. Ich habe das Gefühl, das sind diese Viecher aus Moira. Ich muss da hoch. Heißt, glaube ich, dass ich hier rüber muss, richtig? Oder da? Ist es egal, welchen Weg ich gehe? Oder muss ich einen bestimmten gehen, damit ich noch Dinge finde oder so? Kann ich hier auch hoch? Nee, kann ich nicht hoch. Gibt's hier irgendwen, der mich sehen kann? Ich glaube, die waren nur da unten, ne? Ah, okay. Verstehe. Aber da oben ist es verdammt hell. Ich speichere einmal kurz. Huh. Der Sack da oben. Okay. Kleinen Moment. Ich würde nur einmal gerne sehen, was hier... Okay, hier kam ich eh nicht weiter. Moment mal, aber ich muss darüber. Ach so, ich glaube, ich kann hier dann... Ja? Ist das so? Kommt das hin? Der arme Kerl. Sieht ein bisschen blass aus. Ist das nur einer oder sind das mehrere? Da hinten ist noch einer. Oh, shit. Kleinen Moment. Ja, Verzeihung, das war... Ja, mein Telefon. Ich habe einen wichtigen Anruf bekommen. Und jetzt kann es weitergehen. Ich habe ungefähr 9 Minuten aufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt noch 12 ungefähr. Also bis 14 Uhr passt. Okay, ich war hier und musste versuchen, irgendwie diesen Fritzen da vorne auszuschalten. Diese Fritzen auszuschalten, ohne dass mich irgendwer sieht. Was verdammt schwierig sein könnte. Okay, es hat funktioniert. Es tut mir leid, ich habe nicht viel geredet. Oh mein Gott, da ist eine Fackel. Wenn du nicht rauskommst, verschwinde. Ich bin doch schon weg. Muss ich hier weiter? Das ist nur Einbildung. Ja, das war alles Einbildung. Hier? Nein, hier muss ich nicht weiter. Wo ist er? Der Bursche ist schlau. Natürlich bin ich schlau. Was erwartest du? Ich bin Garrett, ja? Kann ich die Fackel ausschießen? Ich weiß gar nicht. Ich habe nur noch 2 Wasserpfeile. Ich muss aufpassen. Einmal speichern. Und ich mache die Fackel da hinten aus. Bitte treff, bitte treff. Puh, danke. So, jetzt muss ich nur noch den Freak hier ausschalten. Das Problem ist, dass er diese dämliche Fackel mit sich rumträgt. Überall Ratten.
Okay, ich rede im Moment sehr wenig, das tut mir sehr leid. Ich habe es geschafft, ihn auszuschalten. Ich bin begeistert. Okay. Speichern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht das Speichern vergessen. Okay, die Fackel ist aus. Jetzt muss ich noch an dem... dem Freak hier vorbeikommen. Möglichst ohne, dass er mich bemerkt. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Huf! Geschafft. Kann ich das dämliche Licht hier irgendwie ausmachen? Nee, ne? Boah, das blendet voll. Okay. Die zwei wäre ich schon mal losgeworden. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Vielleicht da drüben? Da kann ich runter. Ich glaube, da muss ich sogar hin. Oh. Zum Henker kommst du denn her? Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Also, es ist jetzt die Frage, muss ich jetzt da runter? Habe ich jetzt ein Schwein gehabt, dass der Typ mich nicht gesehen hatte? Kann ich hier runter? Muss ich hier runter? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt da runter gehe, komme ich nicht mehr hoch. Oder ich speichere einfach mal. Gehe kurz da runter und gucke, ob ich wieder hochkomme. Und wenn ich dann das nicht, dann lade ich einfach. Punkt. Dann spring mal bitte da runter. Danke. Wetten, hier komme ich her? Natürlich, hier komme ich doch her. Oh, ich bin so blöd. Naja, ist egal. Ich kann ja wenigstens jetzt hier... da vorne. Der böse, böse Wachmann. Okay, also muss ich in die Richtung schon mal nicht... Aber ich könnte hierher. Dann hier runter. Und hier sieht man mich. Das ist nicht gut. Hier nicht mehr. Das ist schön. Jetzt kann ich mich mal so ein bisschen umschauen hier. Okay. Ich will meinen letzten Wasserfall nicht für die komische... Kann ich da durch die... Ich kann durch die Tür, ne? Okay, das wäre super. Geh da runter. Würdest du bitte da... Danke sehr. Ach, Schloss knacken, na gut. Oh oh. Ich ahne Böses. Kann ich durch das Schlüsselloch gucken? Da ist eine Kiste. Ich wette, ich muss doch nach oben. Ich muss, ja doch, ich muss nach oben. Das hier ist jetzt einfach nur so eine Kiste gewesen, die ich optional... Oh. Kann ich damit irgendwelche Fallen ausschalten? Cool, nicht schlecht. Gut, dass ich hier noch hergegangen bin, meine Freunde. Gut, gut, gut. Okay, Pfeile. Bitte Wasserpfeile. Inventar voll? Ach, das waren bestimmt alles Breitkopfpfeile. Mann. Ach, Leute, ich brauche doch Wasserpfeile. Okay. Ich guck mal. Ne, wenn ich hier runtergehe, bringt mir das nichts, oder? Ne, hier komme ich ja her. Ach, das ist... Deshalb war es, glaube ich, egal, welchen Weg ich gegangen bin. Ups. So. Da hinten ist er wieder. Gut, dann muss ich also tatsächlich den Weg da hinten nehmen. Dann nehme ich den doch. Jetzt habe ich so ziemlich jeden Weg abgegrast, den ich hätte nehmen können. Und habe mich dann jetzt im Endeffekt dann doch dafür entschieden, diesen Weg zu nehmen, den ich eigentlich nehmen muss. Was rede ich eigentlich für einen Scheiß? Okay. Jetzt warte ich kurz, bis er wiederkommt. Ich würde ihn nämlich gerne...
außer Gefecht setzen, damit er mir hier nicht mehr in die Quere kommen kann. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Jetzt nicht mehr, mein Freund. Der Kaffee muss leider warten. Okay, noch irgendwer ohne Fahrschein? Hat hier nicht irgendwas gefunkelt? Natürlich funkelt da was. Da. Schaust du, guck. Ist egal, hier hört mich eh keiner. Das ist ein Schrank zum Verstecken. Jetzt muss ich hier längs. In der Hoffnung, dass da vorne keiner rumläuft, der mich entdecken könnte. Okay. So weit, so gut. Bitte sag mir, dass das meine eigenen Schritte waren. Oh, dieses Adrenalin. Hilfe. Okay, muss ich da runter? Oder muss ich hoch? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Durch die Tür? Da oben hätte ich einen Seilpfeil hinpacken können. Aber wozu? Um da hochzukommen und dann von da aus hier rüber? Das ist irgendwie unnötig, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Katakomben. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht gut finde. Oh, ist das hell. Oh, ist das hell. Hier könnte hinter jeder Ecke irgend so ein scheiß Viech lauern. Und da irgendwas, was mich wieder erschrecken will, ey. Das ist zum Verrücktwerden. Um Gottes Willen. So was kannst du doch nicht einfach machen. Baumann! Ah! Oh Mann! Mann! Was soll denn das? Meine Nachbarn denken, hier Gott weiß, was ich mache. Ich will... Oh Gott. Ich werde dem Vieh doch nicht hinterher. Ich bin doch nicht bescheuert. Oh Gott. Oh, mein Herz. Oh. Warum machen die Dinger auch keine Geräusche? Warum zum Henker ist das so? Es ist hell. Eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, dass es hell ist, aber... Gott, meine Hand zittert. Hilfe. Gott, halt doch still. Nein, ich habe eine Tür gehört. Ich habe eine... Verdammte. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Bitte sag, dass das die Balken sind, die knarren. Ich höre eine verdammte Tür. Und ich muss auf... Oh Gott, ich muss den Part beenden. Vielen, vielen Dank. Oh Gott. Ich hasse sowas. Ich hasse es einfach. Oh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.